selbstverständlich, wenn wir jetzt Bilanz ziehen, fast am Ende der Olympischen Spiele 2012 in London, da gilt es nichts zu beschönigen, das tut weh, das ist sehr schmerzlich und das stimmt mich selber auch traurig. Ich habe versucht, auch bei möglichst vielen Wettbewerben, wo österreichische Teilnehmerinnen oder Teilnehmer waren, selbst dabei zu sein und habe die Niederlagen miterlebt und habe auch gesehen, wie traurig und frustriert diese Athleten waren nach den Wettkämpfen, und man leidet da tatsächlich mit. Ich hätte mir auch gewünscht, dass ab und zu die rot-weiß-rote Fahne mit aufgezogen wird bei Siegerehrungen, aber nun ist es einmal so. Ich habe das ja auch zu Beginn gesagt, Erfolge und Misserfolge liegen im Spitzensport oft sehr, sehr eng beieinander und zusammen, und das haben wir auch hier erlebt. Wir haben zwar doch 16 Top-10-Platzierungen und oft geht es da nur um hauchdünne Entscheidungen, eben in den Medaillenrängen zu sein oder nicht. Aber das österreichische Team war es eben diesmal nicht bei diesen Olympischen Spielen. Man hat aber auch gesehen, und ich glaube, das sollte man auch hervorheben, dass es doch gelungen ist, einige junge Talente hier bei den Olympischen Spielen aus österreichischer Sicht mitzuverfolgen. Ich würde da mal nennen die Lisa Zeiser mit 17 Jahren, eine sehr talentierte Schwimmerin, oder die Ivona Dadic im Siebenkampf der Frauen, eine exzellente Leistung abgeliefert, und auch die 18-jährige Lara Wadlau im Segeln, tolle Ergebnisse, aber es hat eben nicht gereicht. Ja, da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, braucht es so etwas überhaupt, soll man so etwas machen? Das haben wir im Vorfeld schon gewusst, und deshalb haben wir erstmalig auch dieses Austria House Tirol auf völlig private Geldmittel und Mittel gestellt und Sponsorengelder. Also da ist kein Cent von Seiten des ÖOC mit drinnen. Das sind alles Aufwendungen von privaten Sponsoren. Und dieses Österreichhaus ist ein voller Erfolg. Wenigstens haben wir hier einen, wenn man sieht, welchen Zuspruch wir haben. Es waren ja mehr als ein Dutzend internationale Fernsehteams hier, die von Kanada bis Australien, die in ihren Sendungen auch die Atmosphäre hier übertragen haben. Das ist eine unglaubliche Werbung für Österreich. Das ist unbezahlbar, diese Bilder, die in die ganze Welt millionenfach hinausgegangen sind. Hier wurde Österreich, die Gastfreundschaft von Österreich, einmal mehr ganz bewusst dargestellt und auch gezeigt, dass wir das wirklich können. Und wir hatten hier ja mehr als an Abenden zum Teil 3.000 und mehr als 3.000 Gäste an einem Abend. Das heißt, in Summe haben wir bisher etwa 30.000 bis 35.000 zahlende Gäste begrüßt. Also die stellen sich hier in Dreierreihen an, um hier eben ein Getränk zu kaufen oder eine österreichische Wurst zu essen oder österreichischen Speck zu essen oder Käse zu essen. Das ist doch eine Riesenwerbung, und das ist großartig, was uns hier gelungen ist. Und da muss man allen auch noch einmal danken, vor allen Dingen den privaten Sponsoren. Wir haben in etwa 7.000 Essen verkauft, davon in etwa 2.000 Schnitzel, 2.000 Bratwürste, 1.000 Portionen Kaiserschmarrn. Also etwas Typisches haben wir hier in die englische Metropole gebracht, und es wurde auch wirklich sehr, sehr positiv angenommen. Und dieser Weg, den wollen wir auch gerne fortsetzen in 2014 zu den Winterspielen in Sochi. Auch wiederum ein solches Österreichhaus mit Hilfe von privaten Sponsoren. Vielleicht noch stärker ein Zusammenwirken von Wirtschaft, Sport, Politik, Kultur als Plattform, das noch stärker zu nutzen und eben nicht nur ein einzelnes Bundesland hier zu präsentieren, sondern ganz Österreich ist es ja auch wert zu präsentieren. Und das wäre schön, wenn hier alle am selben Strang ziehen würden. Ich glaube, wie der Präsident schon angesprochen hat, insbesondere die persönliche Einstellung, auch in der Familie, im Kindergarten, in der Volksschule, die tägliche Turnstunde und so weiter. Hier ist ein hohes Potenzial in Österreich vorhanden, um den Sport und den Leistungssport auch wieder
etwas unter die Leute zu bringen. Es gibt ja auch gute Beispiele. Es gibt zum Beispiel in Vorarlberg, natürlich liegt es mir näher, weil ich aus diesem Bundesland komme, aber da gibt es die tägliche Turnstunde im Kindergarten als Projekt, und das wäre sicher sinnvoll, das auf ganz Österreich auszuweiten. Ich glaube aber auch, dass die Olympiazentren, wie der Präsident schon erwähnt hat, noch weiter gestärkt werden müssen. Wir haben hier vor 8 Monaten einen Prozess in Gang gesetzt und sind hier mittendrin, diese Olympiazentren weiter auszubauen. Es gibt auch Anfragen im Süden Österreichs, ein 6. gründen zu wollen oder zu institutionalisieren. Wir sind auch schon dabei, eine internationale Kommission zusammenzustellen, die dann diese Olympiazentren jährlich zu evaluieren hat, zu schauen hat, ob die Bedingungen, die gefordert sind, dort erfüllt werden. Und sollte das nicht der Fall sein, dann wird natürlich das Qualitätssiegel Olympiazentrum aberkannt. Auch in der Jugend. Die Jugendspiele haben hier große Initiativen gesetzt. Und ich glaube, dass wir im Jugendsport schon sehr, sehr weit sind und sehr gut unterwegs sind. Ich denke nur an Singapur, wo wir doch 6 Medaillen holen konnten. Ich denke an Innsbruck, wo wir 14 Medaillen holen konnten. Das heißt, wir brauchen dort weitere Trainer, sogenannte Olympianachwuchscoaches, die dann diese Jugendlichen an die internationale Weltspitze heranführen können. Und natürlich auch eine entsprechende Aus- und Weiterbildung von den mit den Spitzenleuten befassten Trainern.